بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Nuh alayhi salam wurde etwa 126 Jahre nach dem Tod Adams geboren, wie es Ibn Jarir unter anderem verzeichneten. In Sahih al-Bukhari wird nach Ibn Abbas berichtet, dass er sallallahu alayhi wasallam sagte: Der Zeitraum zwischen Adam und Nuh betrug 10 Jahrhunderte, die alle im Islam waren. Das Wort Jahrhunderte könnte sich auch auf Generation beziehen oder ein vorangegangener Zeitraum bedeuten. Nach diesen guten Jahren hatte sich vieles verändert, was dazu führte, dass sich die Menschen zu dieser Zeit der Götzenanbetung zuwandten. Nuh alayhi salam war der erste Gesandte Allahs für die Menschen dieser Welt. Und er ist einer der fünf Ulul Azm. Ulul Azm sind die fünf besten Anbiya von Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh ist einer von ihnen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Wir sandten ja Nuh zu seinem Volk, warne dein Volk, bevor schmerzhafte Strafe über sie kommt. Nuh sagte zu seinen Leuten: Ich bin euch ein deutlicher Warner, ich warne euch vor der Strafe Allahs. Mein Herr, ich habe mein Volk bei Nacht und bei Tag aufgerufen. Gewiss, jedes Mal, wenn ich sie aufrief, damit du ihnen vergibst, steckten sie ihre Finger in ihre Ohren, überdeckten sich mit ihren Gewändern und verharrten im Irrtum und verhielten sich sehr hochmütig. 950 Jahre machte Nuh alayhi salam Dawa. Er rief die Leute zum Tauhid. Tag und Nacht. 950 Jahre lang. Zur Zeit von Nuh war er der einzige Muslim. Jeder neben Nuh ist ein Mushrik, ein Götzendiener. Was war die Botschaft von Nuh? Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Wir sandten ja Nuh zu seinem Volk, warne dein Volk, bevor schmerzhafte Strafe über sie kommt. Er sagte: O mein Volk, ich bin euch ja ein deutlicher Warner. Euch zu mahnen, dient Allah und fürchtet ihn und gehorcht mir. Er sagte: Mein Herr, ich habe mein Volk bei Nacht und bei Tag aufgerufen. Jede Stunde, jede Minute, am Tag und in der Nacht rief ich sie zu Allah. Ich ging zu ihren Häusern, ich ging zu ihren Versammlungen, sprach zu ihnen einzeln, sprach zu ihnen in Gruppen und sie rannten weg von mir. Je mehr Dauer er machte, desto mehr rannten sie weg von ihm. Je mehr Dauer er machte, desto schlimmer wurde die Situation. Gewiss, jedes Mal, wenn ich sie aufrief, damit du ihnen vergibst, steckten sie ihre Finger in ihre Ohren, überdeckten sich mit Gewändern und verharrten weiter im Irrtum und verhielten sich sehr hochmütig. Er erwähnte, dass er sie mit den verschiedensten Mitteln der Botschaft zu Allah aufrief, tags und nachts, geheim und offen, mal mahnend, mal anregend. Trotzdem hatte er dabei keinen Erfolg. Die meisten von ihnen setzten den Irrtum, den Frevel und die Anbetung der Götter und Götzen fort. Sie traten ihm immer wieder mit offener Feindseligkeit gegenüber. Sie verachteten ihn und diejenigen, die an ihn glaubten. Die Anzahl der Gefolgsleute von Nuh wurde überliefert und in den Überlieferungen überstiegen sie nicht die Anzahl von 80 Leuten. Die Gelehrten sind sich über die Zahl auf der Arche nicht einig. Ibn Abbas spricht von 80 Personen mit ihren Frauen. Ka'ab spricht von 72. Andere dagegen meinen, dass es 10 waren. Was hatten diese 80 Personen für einen Status in der Gesellschaft? Jeder von den 80 war in der Gesellschaft niemand Wichtiges. Das heißt, sie waren keine besonderen Leute, wie bestimmte Führer oder ähnliches. Sie waren keine bedeutenden Personen, keine wichtigen Personen. Es waren einfache Leute. Und als sie von der Da'wa Nuhs hörten, zögerten sie nicht. Sie akzeptierten es sehr schnell. Die Anführer und angesehenen Leute von Nuh kamen zu ihm und sie sagten: Du bist nicht besser als wir. Dann sagten sie zu ihm: Die Leute, die dir folgen, sind die Schwachen und die Niedrigen unter uns. Und sie folgten dir, ohne nachzudenken. Die Folger von Nuh waren die Schwächsten und Ärmsten. Das sind die Folger der Propheten. Das sind die Folger von Isa a.s. Das sind die Folger von Musa a.s. Das sind die Folger von Hud.
alayhi salam. Das waren die Folger von Salih alayhi salam. Die Leute, welche dem Propheten von Anfang an folgten, waren normalerweise die Armen und Schwachen. Allah subhanahu wa ta'ala gab ihnen diesen Segen. Sie sagten: Warum sollten wir dir folgen? Warum sollten wir mit dir zusammensitzen, während du die Armen und Schwachen um dich herum hast? Nuh sagte: O meine Leute, wer wird mich unterstützen, wenn ich die Menschen vertreibe und Allah subhanahu wa ta'ala mich dafür strafen wird? Wer wird dann hinter mir stehen? Das sind Allahs Diener. Diese Menschen haben ein Recht zuzuhören. Ich werde diejenigen nicht vertreiben, die glauben. Er stand allein gegen die Gesellschaft und er gab nicht auf. Eine Person alleine gegen die gesamte Gesellschaft. Sie sagten: Wenn du nicht aufhörst, Nuh, dann steinigen wir dich. Wir steinigen dich und deine Gefolgsleute. Und Nuh wurde als Offenbarung eingegeben: Niemand aus deinem Volk wird glauben, außer denen, die bereits geglaubt haben. So sei nicht traurig wegen dem, was sie tun. Allah subhanahu wa ta'ala sagte zu Nuh: Kein anderer wird glauben. Es gab also keinen Grund mehr, dass diese Leute weiter auf der Erde existieren. Denn dann würden ihre Kinder weitermachen und die Kinder ihrer Kinder und so weiter. Und die Erde wäre weiter verdorben. Als dann machte Nuh seine berühmte Dua. Und Nuh sagte: Mein Herr, lasse auf der Erde von den Ungläubigen nicht einen einzigen Bewohner. Denn gewiss, wenn du sie am Leben lässt, führen sie deine Diener in die Irre und zeugen nur sittenlose und sehr beharrliche Ungläubige. Mein Herr, vergib mir und meinen Eltern und demjenigen, der als Gläubiger mein Haus betritt, und den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen, und stürze die Ungerechten nur noch tiefer ins Verderben. Allah erfüllte das Bittgebet von Nuh: Ich befehle dir, eine Arche zu bauen. Alsdann wurde angeordnet, die berühmte Arche zu bauen. Allah befahl Nuh, zu einem Berg zu gehen und das Schiff zu bauen. Das riesige Schiff, die Arche bzw. das Schiff, wurde inmitten der Wüste gebaut, auf einem Berg. Eigentlich würde man so ein Schiff in der Nähe von einem Meer bauen oder sonst irgendwas, wo sich Wasser befindet, damit man gleich lossegeln kann. Aber wo ist der Sinn, so ein riesiges Schiff inmitten der Wüste auf einem Berg zu bauen? Allah befahl Nuh alayhis salam, das Schiff zu bauen. Er sagte: Mein Herr, stehe mir bei, da sie mich der Lüge beschuldigten. So gaben wir ihm ein: Baue die Arche unter unseren Augen und nach unserer Eingebung. Das heißt, durch unseren Befehl und unserer Aufsicht wirst du sie bauen, die Arche. Durch unsere Beobachtung weisen wir dich zum richtigen Bau an. Nuh baute 100 Jahre lang diese Arche. In diesem Bereich gab es nicht viele Bäume. Nuh alayhi salam pflanzte Bäume und wartete, und dann hackte Nuh alayhi salam das Holz ab und baute damit die Arche, bis es eine gigantische Arche wurde. Wie gigantisch, wie groß? Al-Thawri sagt, er befahl ihm, dass ihre Länge 80 Ellen und ihre Breite 50 sein soll. Qatada sagt, ihre Länge betrug 300 Ellen und die Breite 50. Al-Hassan al-Basri sagt, die Länge war 600 Ellen und die Breite 300 Ellen. Nach Ibn Abbas waren es 1200 Ellen und eine Breite von 600. Alle erwähnen dann, dass sie eine Höhe von 30 Ellen hatten und die Arche aus drei Stockwerken bestand, die je 10 Ellen hoch waren. Die unterste war für die Tiere und für die Raubtiere bestimmt, das mittlere für die Menschen und das obere für die Vögel. Ihre Tür war an ihrer Breitseite, oben war sie mit einer Decke überdacht. Immer als diese Leute an diesem Schiff vorbeikamen, machten sie sich lustig, sie verspotteten ihn. Nuh, bist du verrückt? Hast du deinen Verstand verloren? Du baust ein Schiff, obwohl hier kein Wasser ist? Er verfertigte das Schiff, wobei jedes Mal, wenn eine führende Schar aus seinem Volk an ihm vorbeikam, sie über ihn spotteten. Er sagte: Wenn ihr über uns spottet, werden auch wir über euch spotten, so wie ihr jetzt über uns spottet. Dann werdet ihr noch erfahren, über wen eine Strafe kommen wird, die in Schande stürzt, und über wen eine beständige Strafe hereinbrechen wird. Allah subhanahu wa ta'ala offenbarte Nuh, in die Arche zu gehen, die Gläubigen mitzunehmen und ihre Familien, und ein Paar, männlich und weiblich, von jedem Tier.
und von allem Essbaren, damit sie am Leben bleiben. Allah subhanahu wa ta'ala gab ihm ein Zeichen: Wenn dieses Zeichen eintrifft, dann gehe du und deine Familie und die Gläubigen, das heißt deine Folger, und geht in die Arche. Allah subhanahu wa ta'ala ließ vom Himmel solch einen starken Regen herabfallen, wie es nie zuvor auf der Erde fiel und auch nie wieder nach ihr regnen wird. Er gebot der Erde, dass sie aus all ihren Winkeln und Seiten Wasser emporschießen lasse. Da betete er zu seinem Herrn: Ich bin unterlegen, so stehe mir bei. Da öffneten wir ihm die Schleusen des Himmels mit herabgegossenem Wasser und wir sprengten Quellen aus der Erde, so dass alle Wassermassen aufeinander trafen, wie es vorherbestimmt war. Und wir trugen ihn auf ein Schiff aus Planken und Nieten, welches unter unserer Obhut dahintrieb, zum Lohn für den, der Undank erfahren musste. Das Wasser kam von allen Seiten. Nuh a.s. hatte 4 Söhne: Yam, Sam, Ham und Yafid. Sam, Ham und Yafid glaubten und sie waren auf der Arche. Yam war ungläubig. Nuh rief seinem Sohn zu, der sich abseits hielt: O mein lieber Sohn, steig mit uns ein und sei nicht mit den Ungläubigen. Er sagte: Ich werde auf einem Berg Zuflucht suchen, der mich vor dem Wasser schützt. Er sagte: Es gibt heute nichts, das vor dem Befehl Allahs schützen könnte, außer für den, dessen er sich erbarmt. Die Wogen trennten sie beide, und so gehörte er zu denjenigen, die ertränkt wurden. Stellt euch vor, ihr seid auf dieser Arche und du siehst deinen Sohn vor deinen Augen, die Wellen und das Wasser sind zwischen euch und du weißt, das ist sein Ende. Das ist das Ende für deinen Sohn. Was für eine schwere Situation. Du siehst, wie dein eigener Sohn kurz vor dem Ertrinken ist. Nuh a.s. wusste nicht, was er machen sollte. Also sprach er eine Dua zu Allah und Nuh rief seinem Herrn zu. Er sagte: Mein Herr, mein Sohn gehört zu meinen Angehörigen und dein Versprechen ist die Wahrheit und du bist der Weiseste derer, die richten. Allah antwortete daraufhin. Er sagte: O Nuh, er gehört nicht zu deinen Angehörigen. So bitte mich nicht um etwas, wovon du kein Wissen hast. Ich ermahne dich, nicht zu den Toren zu gehören. Er sagte: Mein Herr, ich suche Schutz bei dir davor, dass ich dich um etwas bitte, wovon ich kein Wissen habe. Wenn du mir nicht vergibst und dich meiner nicht erbarmst, werde ich zu den Verlierern gehören. Als er auf die Arche ging, was sagte er? Bismillah, im Namen Allahs. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Er fuhr mit ihnen dahin inmitten von Wogen wie Berge. Allah subhanahu wa ta'ala wollte, dass Nuh seinen Teil tut. Baue die Arche. Das war der Part von Nuh. Aber es ist nicht die Arche, die dich retten wird. Der Wille Allahs und seine Fürsorge sind der Grund, dass du gerettet wirst. Allah subhanahu wa ta'ala sagte: Wer sich mir eine Handspanne nähert, dem komme ich eine Elle entgegen. Und wer sich mir eine Elle nähert, dem komme ich einen Klafter entgegen. Ein Klafter ist eine Längeneinheit, die ein erwachsener Mann mit ausgebreiteten Arm greifen kann. Nuh alayhi salam und die Gläubigen sind in dem Schiff. Für 6 Monate. Sie verbrachten 6 Monate auf diesem Schiff. Und Allah befahl, subhanahu wa ta'ala, der Erde das Wasser zu schlucken. Und die Überschwemmung verschwand. Als auf der Erde keine ungläubige Menschenseele mehr übrig blieb, die außer Allah andere anbetete, ließ Allah die Erde das Wasser verschlingen und den Himmel den Regen zurückhalten. Das Wasser versickerte, die Wassermassen nahmen ab. Nuh realisierte, dass das Wasser trocknete und die Arche perfekt auf dem Berg Judi ankam. Die Arche wurde auf einem Berg gebaut und landete auf einem Berg. Zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war die Arche dort und die Leute fanden die Arche und bezeugten. Allah subhanahu wa ta'ala beschützte ihn und die 80 Leute. Nuh kam aus der Arche mit dem Wissen, dass keiner mehr auf der Erde lebt. Und nicht nur das, niemand nach Nuh hatte Kinder oder irgendwelche Nachkommen außer Nuh. Jeder von uns stammt von Nuh ab. Und das ist der Grund, warum Nuh der zweite Adam genannt wird. Nuh lebte hiernach nach einigen Gelehrten 150 Jahre. Andere sagten maximal 250 Jahre. Nuh a.s. starb dann.
O Nuh, steig hinab, begleitet mit Frieden von uns und Segen sei mit dir und den Generationen davor, die mit dir sind. Und es werden Generationen kommen, die wir genießen lassen, dann aber wird sie eine schmerzhafte Strafe von uns treffen. Nuh starb dann, und die meisten Überlieferungen erwähnen, dass er in Mekka begraben wurde. Sei geduldig, das Ende, das Endresultat, die Gewinner am Ende sind wer? Diejenigen, die Taqwa haben, diejenigen, die Gottesfurcht haben. Sei geduldig und erinnere dich, dass am Ende diejenigen, die gewinnen, die Gläubigen sind. Nuh gewann, aber er gewann nach 950 Jahren.